So, bei mir ist der Bundestagsabgeordnete Björn Sänger, der ist für den Wahlkreis Kassel, Land und Waldeck im Bundestag, hat bisher auch den vakanten Wahlkreis Altkreis Frankenberg immer sehr gut mitvertreten, muss man sagen, bis nach Frankenberg zur Veranstaltung gefahren, da die FDP auch repräsentiert, obwohl es gar nicht in seinen Beritt fiel. Aber wir gehen ja wieder auf den Wahlkampf zu. Da ist einmal die Praxisgebühr, die seit 1.1. weggefallen ist. Da bemängeln Sie mehr oder weniger deutlich, zum Beispiel im Facebook-Account oder in Twitter, man nimmt es gar nicht wahr, dass wir Liberalen das waren, die das gemacht haben. Ob man das so nicht wahrnimmt, ich versuche jedenfalls dafür zu sorgen, dass das mit uns in Verbindung gebracht wird, weil es auch in der Tat sozusagen auf unserem Zettel, wenn man das so will, gelandet ist. Also gemeinsam hat es natürlich die christlich-liberale Bundesregierung und Koalition auch beschlossen. Wir haben diese Idee letztlich gesehen aufgebracht und der Koalitionspartner hat sich unserer Idee angeschlossen. Wir haben damit die Bürgerinnen und Bürger entlastet. Man konnte ja im Prinzip theoretisch, wenn man bis zu 30 Euro im Quartal ausgeben an Praxisgebühr, einmal beim Hausarzt, dann hätte man vielleicht irgendwas vergessen beim Facharzt, dann war man nochmal notfallmäßig unterwegs, dann sind schon 30 Euro zusammen. Wenn es ganz dumm gelaufen ist, eben entsprechend mal 4 sind 120 Euro. Im Jahr, das alles fällt jetzt weg und was noch viel wichtiger ist, in den Praxen fällt unglaublich viel Verwaltungsarbeit, Bürokratie weg und die Mitarbeiterinnen, muss man ja sagen, in den meisten Fällen in den Praxen können sich wieder dem widmen, wozu sie eigentlich da sind, nämlich den Patienten. Das habe ich in vielen Gesprächen vor Ort in den Praxen erfahren, wo ich mich informiert habe. Jetzt könnte man ja kritisch nachfragen und sagen, okay, Praxengebühr ist weggefallen, es gab auch ein bisschen Entlastung bei Rente und Arbeitslosenversicherung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber die EEG-Umlage ist ja nun doch deutlich gestiegen, erneuerbare Energien. Und das Wirtschaftsministerium hat die Offshore-Umlage, die ja eigentlich auch zum 1. Januar kommen sollte, einfach nur ein bisschen nach hinten geschoben, die kommt irgendwann. Wo ist denn da der Gewinn für den Bürger? Denn er muss ja nun dafür deutlich mehr für Strom ausgeben oder für Energie. Das ist vollkommen richtig. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger im Schnitt um 500 Euro im Jahr entlastet durch verschiedene Maßnahmen, die Sie auch schon erwähnt haben. Rente, Arbeitslosenversicherung, Praxisgebühr. Aber klar, es gibt andere Kostentreiber. EEG, also Strompreise, ist ein so ein Fall. Erneuerbare Energiengesetz zu rot-grünen Zeiten geschaffen zur Förderung der erneuerbaren Energien. Das läuft auch sehr gut, muss man sagen. Es läuft halt ein bisschen zu gut und ist zum großen Teil ein Selbstläufer geworden. Und da muss man schon sagen, dass man natürlich mit diesem Instrument, ich sage immer, das Lehrer-Ehepaar mit dem Einfamilienhäuschen, dass ich eine Photovoltaikanlage installiere, um 8-9% Rendite einzustreichen. Das zahlen natürlich die mehrköpfigen Familien in der Mietskaserne mit, diese Rendite. Das halte ich für eine relativ ungute Umverteilung und da müssen wir dringend dran arbeiten. Das macht das Bundeswirtschaftsministerium auch und im Zuge der Energiewende muss es hier natürlich zu einer Lösung kommen. Jetzt gehen wir ja auf eine Landtags- und auf eine Bundestagswahl zu. Sie sind im Bundestag im Moment. Da gab es vieles, was Sie für die Region machen wollten und auch erreicht haben. Einiges bleibt zwangsläufig liegen, weil Tagespolitik ja dann andere Prioritäten setzt. Was ist noch aufzuarbeiten? Was wird für die nächste Legislaturperiode für uns in Nordhessen von Björn Sänger zu erwarten sein? Also erstmal haben wir natürlich dafür gesorgt, das ist als Bundestagsabgeordneter ein bisschen schwierig, da dreht man an den großen Rädern, fällt natürlich auch auf den Wahlkreis schlussendlich zurück. Wir haben also Rahmenbedingungen natürlich geschaffen, die fürs ganze Land gelten, aber die auch hier in unserer Heimat dafür gesorgt haben, dass wir einen sehr niedrigen Arbeitslosenstand haben, teilweise an 4% heran, was faktisch nach der Definition Vollbeschäftigung ist. Das gilt es natürlich zu halten. Das heißt, wir müssen weiter hart auch in Berlin dafür kämpfen, dass wir die Wettbewerbsbedingungen im internationalen Wettbewerb entsprechend so setzen, dass wir auch ein Wirtschaftswachstum ermöglichen, was dann letztlich gesehen natürlich auch den Menschen hier in unserer Region zugutekommt. Konkret muss man sagen, habe ich festgestellt, es sind noch Straßenbauprojekte offen.
relativ viele, nicht nur in meinem Wahlkreis Waldeck, sondern insbesondere auch, wenn man da an die 252 denkt, schlängelt sich das im wahrsten Sinne des Wortes ins Frankenberger Land rein. Und das ist natürlich eine Dauerbaustelle, die bleibt. Wir haben jetzt schon zweimal 1 Milliarde letztes Jahr und 2011 zusätzlich in den Straßenverkehr, in den Verkehrshaushalt hineingebracht. Das muss unser Anspruch sein, dass wir das auch in den nächsten Jahren schaffen. Da arbeite ich hart mit. Ich bin stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss, dass wir dann auch für die notwendigen Ortsumgehungen hier die Mittel bereitstellen. Es geht ja schon unten bei Marburg los. Wetter 252 wird es einen Baubeginn geben. Und das müssen wir dann natürlich vom Süden aus langsam Richtung Norden dann hochführen. Nun ist Ihr Schwerpunkt Finanzpolitik. Eurokrise hat Sie gleich kalt erwischt, als Sie als junger neuer Bundestagsabgeordneter am großen Rädchen mitdrehen konnten, wie Sie sagen. Wenn man jetzt so die Ratings verfolgt, Zypern ist gleich um 3 Stufen gefallen, interessiert auf einmal gar keinen mehr. Im Gegenteil, der Euro, der wackelt nicht, der steigt gegenüber dem Dollar, die Börse beeindruckt das relativ wenig, hat sich da die Finanzwelt dran gewöhnt, dass man sagt, wir kriegen den Euro nicht kaputt oder wir können nicht mehr rausziehen, als wir schon rausgezogen haben? Nein, ich glaube, also vielmehr bin ich ja für den Finanzmarkt in der Tat zuständig, weniger jetzt für die Euro-Krise. Und im Finanzmarkt, da haben wir ganz zu Beginn dieser Wahlperiode die Ratingagenturen reguliert. Das war ja dringend notwendig. Das waren ja so, halbgottähnliche Wesen, die sozusagen daumenstreckend oder senkend über Schicksale entschieden haben. Und da habe ich immer gesagt, eigentlich im Grunde genommen sind das nichts anderes als Fachjournalisten, die sich ein bestimmtes, entweder eine Firma oder auch ein ganzes Land anschauen und dann eine entsprechende Wertung abgeben, eine Meinungsäußerung. Und man sollte das natürlich heranziehen bei seiner Investitionsentscheidung, aber man sollte nicht darauf abstellen, dass das das allein selig machende Urteil ist. Und ich glaube, das haben die Märkte nach den ganzen Turbulenzen verinnerlicht, dass die einfach sagen, okay, die sehen das so, wir betrachten das ein wenig anders und entsprechend ihre Investitionsentscheidungen treffen. Aber klar ist natürlich auch, dass die Europäische Union, und das ist auch richtig so, sich nicht von Ratingagenturen kaputt machen lässt, sondern sagt, wir stehen zu unserer Währung, kommen was da wolle. Das hat auch Herr Draghi als EZB-Präsident deutlich gemacht. Das ist die richtige Strategie gewesen an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich, Sänger. Viel Glück für die kommenden Wahlkämpfe, für die Arbeit in Berlin. So, und mit demnächst einem funktionierenden Flughafen in der Region. Den brauchen wir ja Gott sei Dank nicht, wir fahren ja Zug. Ja, aber wir freuen uns also auf viele weitere Gespräche und Interviews und werden natürlich sehen, was die FDP, Sie sind optimistisch, dass die FDP wieder im Bundestag kommt. Ich bin sehr optimistisch. Ist kein Zweckoptimist bloß, sondern einfach. Nein, Sie haben das heute bei der Veranstaltung gesehen, die Stühle haben nicht ausgereicht, mussten reingetragen werden. Und es ist nicht so, dass der Saal kleiner gewesen ist als im letzten Jahr. Insofern bin ich da außerordentlich optimistisch. Okay, vielen Dank. Also viel Glück für 2013, für die Wahlkämpfe. Und wir freuen uns auf weitere Gespräche. Vielen Dank, gern.